EA Productions. EA Poe Productions liest Sagen der Gebrüder Grimm. Heute das Hündlein von Bretta. In der Rheinpfalz, besonders im Kraichgau, geht unter den Leuten das Sprichwort um, wenn von übel belohnter Treue die Rede ist: Es geschieht dir wie dem Hündchen zu Bretten. Die Volkssage davon muss schon alt sein, und namentlich spielt auch Fischart an zwei verschiedenen Stellen darauf an. In dem Städtchen Bretten lebte vor Zeiten ein Mann, welcher ein treues und zu mancherlei Dienst abgerichtetes Hündlein hatte. Das pflegte er auszuschicken, gab ihm einen Korb ins Maul, worin ein bescheidener Zettel mit dem nötigen Gelde lag. Und so langte es Fleisch und Bratwurst beim Metzger, ohne je einen Bissen davon anzurühren. Einmal aber sandte es sein Herr, der evangelisch war, an einem Freitag zu einem Metzger, der katholisch war und streng auf die Fasten hielt. Als nun der Metzger auf dem Zettel eine Wurst bestellt fand, hielt er das Hündlein fest, haute ihm den Schwanz ab und legte den in den Korb mit den Worten: »Da hast du Fleisch!« Das Hündlein aber, beschimpft und verwundet, trug den Korb treulich über die Gasse nach Hause, legte sich nieder und verstarb. Die ganze Stadt trauerte, und das Bild eines Hündleins ohne Schwanz wurde, in Stein ausgehauen, übers Stadttor gesetzt. Andere erzählen so: Es habe seinem armen Herrn Fleisch und Würste gestohlen zugetragen, bis es endlich der Fleischer ertappt und mit dem Verlust des Schwanzes gestraft. EA Poe Productions.